Schön, dass ihr da seid. Wir schauen uns heute an, ob er sich für dich entscheiden wird. Ich schaue mir das an mit dem Manga-Tarot. Bitte, ist es eine allgemeine Legung? Ja? Die kann ich auf jeden zutreffen. Denk da immer dran. Egal, was ich hier sage, spür immer noch mal rein, ob die Situation, dass sich auf dich zutrifft. Ich gehe hier jetzt heute davon aus, dass er hier eine Auswahl hat. Ja? Dass dein Gegenüber eine Auswahl hat. Das heißt, entweder er ist verheiratet oder er ist mit einer anderen Partnerin zusammen oder ihr seid noch nicht zusammen und es gibt andere Frauen. Wir schauen tatsächlich, wie groß ist die Chance, dass er sich hier für dich entscheidet. Und bevor wir loslegen, ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für all eure Likes, Kommentare, Abos, wie immer. Vielen lieben Dank fürs Teilen meiner Videos. Ihr seid sensationell. Also es geht sowas von nach oben mit meinen Abozahlen und mit meinen Aufrufzahlen. Lieben, lieben, lieben Dank dafür. So, und jetzt schauen wir mal. Wie gesagt, Manga-Tarot heute. Schauen wir mal, ob wir über diesen Gegenüber noch ein bisschen mehr rauskriegen. Wer ist dein Gegenüber? Dann kannst du dich so ein bisschen einordnen, ob die Legung überhaupt auf dich zutrifft. Wobei ich ja immer sage, auch wenn es am Anfang so scheint, als würde es nicht passen, kann es im Verlauf trotzdem Informationen geben, die wichtig für dich sind. Ne? Also ich mag dich durchaus motivieren und freue mich natürlich, wenn du dir das Video komplett anschaust. So, jetzt schauen wir mal. Mit welchem Gegenüber haben wir es hier zu tun? Wer ist es? Jemand, der stark belastet ist, die 10 der Stäbe, ein Herrscher. Es kann hier also tatsächlich sein, dass wir es hier in dieser Legung mit einem verheirateten Mann zu tun haben. Ob es jetzt dein Mann ist, der hier sich entscheiden muss, weil er vielleicht eine Nebenbuhlerin hat neben dir, oder ob du jetzt hier die Affäre bist, kann ich noch nicht sagen. Ne? Da schauen wir. Wer ist dieser Mann? Ja, okay. Und er hat das Herz verschlossen. Insofern muss ich dir ganz ehrlich gestehen, nachdem vermute ich fast eher, dass es sich hier um einen Mann handelt, um deinen Mann handelt, um deinen Partner handelt, verheiratet muss jetzt nicht unbedingt sein, spricht vieles dafür, weil der Herrscher in der Regel ein verheirateter Mann ist. Aber ich vermute mal eher, dass es hier darum geht, dass er sich hier schwer tut, eine Entscheidung zu fällen. dir gegenüber, er aber emotional schon zugemacht hat. Wir hatten ja so eine Legung erst vor kurzem, wo es ähnlich war, wo ich auch einen Herrscher hatte, der hier ausgestiegen ist. Und jetzt schauen wir mal. Wir schauen mal. Ich möchte gerne wissen, also wir haben hier schon die 2 der Schwerter, er hat hier schon zugemacht. Ich möchte trotzdem nochmal wissen, was hat dieser Mann noch für Gefühle für dich? Welche Gefühle hat dieser Mann noch für dich? Da kommen die 5 der Kelche. Er trauert etwas Altem nach. Dann haben wir die Welt, er weiß aber, dass es zu Ende ist. Und er hat und den Eremiten. Das heißt, er hat sich hier in sich selbst zurückgezogen. Also er weint hier einer alten Situation hinterher. Und ich vermute, dass es sich auf dich bezieht. Auf alte Zeiten, ja, die zu Ende scheinen. Und es hat ihn ja in sich zurückziehen lassen. Beim Eremiten kann man durchaus auch immer noch mal davon ausgehen, dass dieser Mensch durchaus auch reflektiert.
Was ist sein Anteil? Was ist dein Anteil? Wie konnte es dazu kommen, zu dieser Situation? Aber ich vermute demnach tatsächlich, dass er hier, weil eine Situation nicht mehr so ist, wie sie mal war. Und ich meine, da muss ich jetzt auch sagen, es gehören ja immer zwei dazu, ne? Also, das ist eben das, was ich immer mit Beziehungsarbeit meine. Ich weiß, ich war selbst lange Jahre verheiratet, ich weiß, wie es ist, wenn man, wenn beide beschäftigt sind, arbeiten, Kinder und so weiter, dann verliert man sich manchmal. Ja? Und dann kommt man in die Situation, dass man plötzlich aufwacht und feststellt, mein Gott, das ist ja alles ganz anders, wie es mal war. Das ist ja alles nicht mehr so, wie ich es mir mal, wie es mal war oder wie ich es mir mal erträumt habe. Ja? Und dann gäbe es aber doch die Möglichkeit, genau dann an der Situation zu arbeiten. Er zeigt hier aber an, dass er es hier lieber beendet, also dass es für ihn eigentlich zu Ende ist. Ja? Und das, was er an Arbeit leistet, leistet er in sich, nicht in Kontakt mit dir. Was denkt er über dich? Tja, die sieben der Münzen, dass du ein sehr geduldiger Mensch bist. Die Liebenden, vielleicht ist es auch so, dass du ihn tatsächlich noch liebst. Es kann auch sein, dass du einfach ein liebevoller Mensch bist. Auch das ist möglich, ja? Dass du unendliche Geduld hast in dieser Liebe. Und die Königin der Münzen. Das kann aber auch darauf hindeuten, dass du jemand bist, der eventuell materiell abhängig ist von ihm. Ja, kann sein, dass du hier nicht einfach, selbst wenn du es wolltest, aussteigen könntest, weil du finanziell nicht unabhängig bist. Könnte es zum Beispiel heißen. Es kann auch heißen, dass du eine Frau bist, die extrem viel gibt und viel Geduld hat. Also die viel Liebe gibt und viel Geduld hat. Ja, wenn ich die Königin der Münzen als gebende Energie sehe. Und ich könnte auch noch sagen, dass er vermutet, dass du hier schon noch Wachstum sehen würdest, dass du noch Potenzial sehen würdest, dass du es noch nicht ganz aufgegeben hast. Ja? Und du fällst dir hier auch unter den Eremiten. Das heißt, auch du machst dir deine Gedanken. Ja? Und im Gegensatz zu ihm, der hier nur trauert und das Ganze abschließen möchte, hast du noch Geduld und bist du noch dabei bei dieser Liebe? Ja, du bist noch nicht ausgestiegen. Jetzt fragen wir ihn doch mal, wie wird er sich denn entscheiden? Wie wird er sich entscheiden? Tja, da kommen die acht der Münzen. Dann kommt der König der Münzen. Und dann kommen die vier der Schwerter. Also, es ist jetzt keine 100% Aussage, aber es ist eine gute Legung. Wenn du, wie du hier zeigst, an diesem Mann festhalten möchtest, dann zeigt er hier an, dass er auch arbeiten möchte, dass er auch
wieder ins Geben kommen möchte, dass er aber Heilung braucht. Wir wissen jetzt nicht, was hier passiert ist. Wir wissen nicht, was hier dazu geführt hat, dass er sich hier emotional zurückgezogen hat und in diesen emotionalen Mangel gefallen ist. Ne? Vielleicht hast ja auch du irgendetwas gemacht, weiß ich jetzt nicht, ich möchte dir nichts zuschreiben, aber es könnte ja sein, dass auch hier etwas war, was ihn verletzt hat, ja? Warum er hier dann sich, warum er sein Herz hier verschlossen hat. Hier schaut es so aus, als würde er arbeiten wollen, als würde er hier auch wieder reingeben wollen, aber noch nicht gleich. Er braucht noch einen Moment. Der Unterschied zwischen den vier der Schwertern und dem Eremiten im Rückzug ist immer die Zeit. Ja? Hier geht es um einen kürzeren Rückzug, hier geht es um einen längeren Rückzug. Das kann jetzt in der Realität heißen, dass er durchaus bereit ist, sich in einer kürzeren Phase, wobei ich dir jetzt auch nicht sagen kann, wie lang. Ich gehe bei den vier Schwertern immer von vier aus, vier Tage, vier Wochen, vier Monate, in diesem Bereich ungefähr, ja. Wobei der Eremit für mich als neun immer eher so neun, sowas wie ab neun Monate, ne? Also ihr müsst euch immer mal überlegen, wie lange ein Mensch braucht, um sich tatsächlich zu entwickeln und zu verändern. Ich denke mal, das fängt mit 9 Monaten an. Das heißt, wenn ich das jetzt in Verbindung bringe, dann würde ich dir damit sagen wollen, das kann durchaus sein, dass er innerhalb von ja, 4 Wochen, 4 Monaten, denke ich, ist eine realistische Zeit, hier wieder mit dir anfängt, an der Beziehung zu arbeiten, dass ihr vielleicht macht ihr eine Paartherapie, vielleicht geht ihr ins Coaching, Paarcoaching oder irgend sowas, ja. Dass es aber heißt, dass er trotzdem emotional, und das ist normal, länger braucht, ja, emotional braucht er länger, bis er sich wieder komplett einlassen kann und hier wieder aufmachen kann. Aber mit diesen Karten zeigt er auch an, dass er sich letztendlich für dich entscheidet, ja, und nicht für den Exit. Man kann übrigens, weil es mir jetzt gerade auch noch einfällt, weil ich jetzt gerade Exit sage, es kann natürlich auch heißen, diese drei Karten kann ich auch noch mal anders deuten. Ich kann auch sagen, dass er auch mit dem Herzschmerz und mit dem Verlust und mit dem Mangel aufhören möchte und sich deswegen in sich zurückzieht und für sich eine Lösung sucht. Und auch das wäre typisch für einen Herrscher, weil der Herrscher, ja, der ist halt ein Herrscher, ja. Der weiß halt alles und der kann halt alles und der wird sich nach außen hin nicht die Blöße geben, dass er für irgendetwas keine Lösung hat. Ein Herrscher lenkt normalerweise eine Nation oder ein ganzes Land, in dem Fall eine Familie oder eine Partnerschaft. Das heißt, er muss die Lösung haben, um das führen zu können. Und insofern ist es relativ normal, dass ein Herrscher seine Partnerin, wenn er Probleme hat, erstmal nicht mit einbindet. Auch nicht, wenn die Probleme sich auf sie beziehen. Das ist für manche Frau verletzend und unverständlich. Dieser Mann findet es aber, also aus der Sicht des Mannes ist es aber ein verantwortliches Vorgehen. Ja? Der Mann fühlt sich in der Verantwortung für die Frau und die Partnerschaft und sagt sich deswegen, das, was ich da gerade fühle, das, wie es mir da gerade geht, da muss ich mich selber drum kümmern. Damit werde ich meine Frau nicht belasten. Und die Frau sagt vielleicht, ja, wieso kommt er da nicht zu mir? Naja, weil er der Herrscher ist. Zu dir kommen würde vielleicht der Ritter. Aber willst du das wirklich? Also die Kunst bei so einer Partnerschaft ist es, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, wann es Schluss sein sollte mit dem in sich selbst drehen und in dem in sich selbst eine Lösung suchen und in dem, wann ich mit dem anderen wieder in Kontakt gehe.
Ja? Und da scheint er dran zu sein. Das zeigen mir ganz eindeutig auch die letzten drei Karten. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass hier König und Königin der Münzen erscheinen, weil das heißt, er möchte mit dir auch wieder auf Augenhöhe. Also, so schwierig wie diese Legung angefangen hat, so schön hört sie auf. Ich finde, das ist auch mal was Schönes, ja. Sie hört mit, also ich will jetzt nicht schmälern, dass diese Situation noch herausfordernd ist, ja. Aber das Potenzial, was darin steckt, ist ja tatsächlich, dass hier von seiner Seite aus mit dir eine Lösung angestrebt wird. Wir können ja jetzt noch fragen, nicht, dass ich euch jetzt hier was Tolles verspreche und die geistige Welt sieht es ganz anders. Ich möchte gerne die lichte geistige Welt noch bitten, mir zu sagen, welches Potenzial tatsächlich in dieser Verbindung noch steckt. Da kommt das Gericht, der Turm und der Mond. Also die Aussage, die ich hier kriege, ist, es ist eine Erneuerung möglich. Ne? Das Gericht steht für Wiederauferstehung, für Erneuerung. Es ist eine Erneuerung möglich, aber es müssen alte Strukturen in dieser Beziehung zusammenbrechen. Und ihr müsst es schaffen, Ängste, Sorgen, Befürchtungen, Zweifel, Undurchsichtigkeiten, Sachen, die im Verborgenen liegen, irgendwelche Verhaltens-, Denk- und Fühlweisen, die ihr vielleicht noch aus der Kindheit hier mitbringt, vielleicht aus einer Mutterbeziehung, die müsst ihr aufarbeiten. Ja? Die müssten aufgearbeitet werden. Dann ist hier die Chance zur Erneuerung. Das heißt, wenn ich dich jetzt in der privaten Beratung hätte und wenn ich so eine Legung hinter dir hier hätte, dann würde ich dir wirklich empfehlen, oder dann wäre einfach über eine Paartherapie zum Beispiel nachzudenken. Ja? Wenn beide tatsächlich diese Beziehung noch wollen, was man sieht. Und wenn beide wirklich für eine Paartherapie sich entscheiden und einen guten Therapeuten haben, der mit ihnen gut arbeitet, dann kann es hier tatsächlich zu einer kompletten Erneuerung kommen. Ja? Also der Turm zeigt hier nichts Schlechtes an, der zeigt hier nur an, dass das alles Alte, alles, was hier im Verborgenen wirkt, was hier unausgesprochen ist, was ihr an negativen Energien mit eingebracht worden ist oder sich eingeschlichen hat in die Partnerschaft. Das muss hier aufgearbeitet werden und raus. Ja, das muss weg. Und dann hat man die Chance auf komplette Erneuerung. Das heißt, es ist eine sehr positive Aussicht, aber es ist ein Weg. Also wer hier in Resonanz geht, hat ja, hat Arbeit vor sich in dieser Partnerschaft. Nur offensichtlich ist es beiden wert, diesen Weg zu beschreiten. Ja, meine Lieben, solltest du in Resonanz gegangen sein mit der Legung, dann wünsche ich dir von Herzen alles Liebe, ja? Und ich hoffe, dass dir die Impulse geholfen haben. Da ist ja sehr viel Bestätigung in dieser Legung, ja. Also sehr viel, was ich durch deine Legung hier gesehen habe, dass du ja vieles einfach schon weißt und spürst. Das heißt, du bist auf dem richtigen Weg. Und deine Geduld wird hier belohnt werden, ne? Also wenn das richtig kanalisiert wird und wenn das richtig läuft und ihr das wirklich gut kooperativ miteinander aufarbeiten könnt, dann wird das hier eine gute, ja, kann eine sehr gute neue Partnerschaft werden. Und ich mag noch eins mitgeben aus meiner Erfahrung. Ich habe ja früher auch Konfliktmanagement-Seminare gegeben und habe auch nicht Meditationen,
Mediationen gemacht. In dem Moment, wo zwei Menschen oder zwei Organisationen oder wer auch immer, um wen es da geht, ja, wenn die tatsächlich diesen Weg beschritten haben und einen positiv, also einen Konfliktlösungsweg beschritten haben und tatsächlich ein positives Ergebnis rausgekommen ist, dann schweißt das noch zusammen. Also meine Erfahrung ist, dass nach solchen Prozessen, wenn die gut laufen, die Beziehung oft noch mal viel enger wird. Ja, und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt wird und vor allen Dingen auch dieses, wir haben das miteinander geschafft. Ja, also niemals verzweifeln an so einer Stelle, denn da ist noch so viel möglich. Das möchte ich einfach noch mitgeben, dass ihr da nicht niemals vorschnell, also man muss immer, wie soll ich sagen, man muss immer genau hinschauen, ja, wo man wirklich etwas aufgibt und loslässt, weil es einfach eindeutig ist, dass da nichts mehr geht. Oder wenn man so wie hier sieht, da ist noch Potenzial und dafür kämpfe ich noch, ja, weil mir dieser Mensch wichtig ist, weil da die Liebe noch steht und so weiter, ja. Gut, Ende der Ansage. Ich wünsche euch einen super schönen Tag noch. Lasst es euch gut gehen. Und ja, freue mich, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Mal. Alles Liebe. Ciao, ciao.